Online-Gäste. Quickie. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/Haftpflichthelden. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Hallo ihr Online-Gäste da draußen, Christian hier mit einem kurzen Quickie zu Facebook. Genauer gesagt hat Facebook jetzt dieser Tage seinen Quartal 1 2018, seine Quarterly Earnings, seinen Quartalsbericht vorgelegt. Und ich möchte mit euch da mal ein paar Zahlen durchgehen, weil ich das gerade ganz interessant finde. Facebook ist ja momentan durch den Cambridge Analytica-Skandal ziemlich in die Schusslinie geraten. Deswegen wäre es interessant zu erfahren, wie hat sich vielleicht dadurch auch die wirtschaftliche Situation von Facebook ändert. Generell kann ich sagen, Facebook hat etwas weniger eingenommen. Also das Revenue, sprich die Werbeeinnahmen von Facebook, sind bei insgesamt 11,9 Milliarden US-Dollar gelandet im ersten Quartal, also Januar, Februar, März 2018. Zum Vergleich, das Quartal 2017, das vierte Quartal, das vorherige Quartal, da sind wir bei knapp 13 Milliarden US-Dollar. Allerdings muss man da auch bedenken, da war Weihnachtssaison, waren die ganzen Feiertage. Deswegen macht es mehr Sinn zu schauen, erstes Quartal 2017 zum ersten Quartal 2018. Erstes Quartal 2017, da hat Facebook insgesamt 8,03 Milliarden US-Dollar eingenommen. Also hat sich um fast 4 Milliarden US-Dollar gesteigert innerhalb eines Jahres. Und zum ersten Quartal 2016, da war Facebook bei 5,3 Milliarden US-Dollar auf 8, da waren es ein Wachstum von 3 Milliarden, jetzt sind wir bei 4 Milliarden US-Dollar mehr. Also insofern hat sich Cambridge Analytica da nicht unbedingt bemerkbar gemacht. Und auch wenn ich jetzt vergleiche, das zweite und dritte Quartal 2017, im zweiten Quartal 2017 waren wir bei 9,3 Milliarden US-Dollar Einnahmen, im dritten Quartal waren wir bei 10,3 Milliarden US-Dollar Einnahmen. Und wenn man eben das Weihnachtsgeschäft und alles mal ein bisschen mit rausrechnet, dann hat Facebook da immer noch ordentlich Gewinn gemacht. Was vielleicht noch interessanter ist, wie verteilt sich das Ganze auf die einzelnen Regionen? Facebook macht da vier Regionen auf: Europa, Asien, Pazifik, USA, Kanada und restliche Welt. Wenn wir da unterscheiden, also USA, Kanada erstmal, dann sind wir bei dem vierten Quartal 2017 bei Werbeeinnahmen von 6,3 Milliarden US-Dollar gewesen. Das ist auf gerade mal 5,6 Milliarden gesunken. Also das war kein sehr, sehr großer Betrag gewesen. Auch wenn ich mir zum Beispiel Europa anschaue, das letzte Quartal, wo dann eben Thanksgiving, Black Friday, Weihnachtsfest, all sowas haben, was auch in verschiedenen europäischen Ländern nicht unbedingt vielleicht immer gefeiert wird, aber jetzt im Hinblick auf Thanksgiving zum Beispiel, aber Black Friday wird hier ja durchaus auch inzwischen gemacht. Also das hat auch Auswirkungen auf den europäischen Raum und da sind wir bei 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz 2017 im vierten Quartal gewesen und im ersten Quartal 2018 hat sich das auf 3,03 verringert, also noch nicht mal eine Milliarde Dollar Unterschied. Genauer gesagt von 3,25 auf 3,03, also das sind knapp 200 Millionen Dollar weniger. Und das wird zum Großteil wahrscheinlich durchs Weihnachtsfest gekommen sein. Insofern macht das keinen wirklich großen Unterschied, was einfach Facebooks Werbeeinnahmen angeht, was Facebooks Einnahmen an sich angeht, Entschuldigung an der Stelle. Wie schaut es aber mit den Nutzerzahlen aus? Da hat Facebook kein bisschen eigentlich eingebüßt. Also bei den täglich aktiven Nutzern ist die Zahl eigentlich überall gestiegen. Von 1,4 auf 1,44 Milliarden Nutzer täglich. Davon in USA und Kanada um 1 Million gewachsen, von 184 auf 185 Milliarden. Also aktuell im Abschluss des letzten Quartals, des ersten Quartals 2018, nutzen täglich in den USA und Kanada 185 Millionen Bürger dieser Länder oder Einwohner dort halt Facebook. In Deutschland, Entschuldigung. In Europa
inklusive Deutschland natürlich, hat sich das Ganze sogar noch stärker entwickelt, von 277 Millionen täglichen Nutzern auf 282 Millionen. Also um 5 Millionen Nutzer ist die Zahl gestiegen. Sagt, glaube ich, allerdings darüber aus, dass dieser Cambridge Analytica-Skandal beziehungsweise dieser Facebook-Skandal, zu dem das Ganze ein bisschen aufgebauscht wurde, nicht wirklich einen Unterschied gemacht hat in der Nutzung. Schauen wir uns mal die monatlich aktiven Nutzer an. Dort sieht die Situation ähnlich aus. Also wenn ich mir USA anschaue oder generell erstmal global, hat sich die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer der MAUs von 2,12 auf 2,19 Millionen Nutzer erhöht. Das ist jetzt kein gewaltiger Sprung, es ist schon ein bisschen ein Sprung. Wir sind immerhin bei mehreren 10 Millionen Leute, die dazugekommen sind. Das waren erst Milliardenwerte. Aber wenn ich mir die einzelnen Regionen nochmal anschaue, USA, Kanada, da haben sich 3 Millionen Menschen mehr monatlich bei Facebook aktiv gezeigt. Im europäischen Raum sind sogar 7 Millionen mehr. Also in den USA von 239 auf 241 Millionen monatlich aktiven Nutzern, in Europa von 370 auf 377 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Facebook. Insofern mein Fazit, es hat sich anscheinend kein bisschen ausgewirkt, dass es diesen Cambridge Analytica-Skandal gab. Facebook ist nach wie vor scheiße populär, wird genutzt. Facebook als Plattform verdient sehr, sehr gut. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Okay, und das soll es auch gewesen sein. Danke fürs Hören. Ich wollte euch dann nur ein kurzes Update geben, was diese Zahlen angeht. Insofern, das ganze Gerede um Cambridge Analytica hat sich kein bisschen ausgewirkt. Facebook geht es weiterhin gut. Also wenn ihr Facebook-Aktien kaufen wollt, könnt ihr das gerne machen. Da hätte ich aber vielleicht sogar vor ein paar Wochen zugegriffen, denn da war ja der Kurs teilweise ein bisschen in den Keller gegangen, als diese ganze Debatte da gerade extrem hochgekocht ist. Okay, aber dass wir das jetzt nicht unnötig ausweiten. Danke fürs Zuhören. Feedback immer sehr, sehr gerne an info@onlinegeister.com. Lasst uns auch gerne Bewertungen da beim Podcatcher eures Vertrauens. Weitere Informationen zum Podcast finden sich unter onlinegeister.com. Feedback zu dieser Folge sehr, sehr gerne. Da die bekannten Kanäle, beziehungsweise dort, wo ihr es jetzt gerade gehört habt, was wahrscheinlich am Smartphone übrigens, größtenteils mit iPhone übrigens, bei euch gewesen sein dürfte. Macht einfach mal eure Podcast-App auf und hinterlasst da dann bei uns einfach einen Kommentar. Oder alternativ könnt ihr auch gerne beispielsweise unsere Facebook-Seite oder unser Twitter-Konto jeweils unter dem Handle Onlinegeister erreichen, kommentieren. Ansonsten vielen Dank, das war's. Applaus nach Hause. Tschüss. Das war Onlinegeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.